Hallo Leute, heute ist der 16.07.2020. Ich habe heute etwas mehr zu erzählen. Ich bin schon ziemlich müde, aber es geht. Heute Mittag war Sonja da. Wir haben einen Nagel ausgebessert, weil mir die Hälfte vom Nagellack runtergegangen ist. Und haben getratscht, Kaffee getrunken und geraucht, wie immer. Aber sie war auch sehr müde heute und wir haben deswegen nicht so viel miteinander geredet. Zwar zwischendurch schon, aber irgendwie waren wir beide sehr müde. Aber es war trotzdem ganz nett. Und sie ist bis 16.15 Uhr geblieben. Und dann hat mich die Rettung abgeholt zu Christoph. Da ist sie nach Hause gefahren. Und ich war dann heute bei Christoph. Es war ganz interessant, wir haben über meine Schlafstörungen geredet. Und er hat mir so ein paar Tipps gegeben, die die Forschung hervorgebracht haben. Dass man zum Beispiel bei Schlafstörungen alle Elektrosachen aus dem Zimmer verbannen soll, damit man keine Ablenkungen hat, wenn man schlafen geht. Und dass man immer zur gleichen Zeit schlafen und aufstehen soll. Also immer zum Beispiel um 8 Uhr schlafen gehen und um 8 Uhr aufstehen, 8 Uhr abends schlafen gehen und 8 Uhr morgens aufstehen. Und das jeden Tag zur gleichen Zeit. Egal welche Uhrzeit, aber eben zur gleichen Zeit. Und was hat er noch gesagt? Dass ja, dass eben keine Ablenkungen sein sollen und dass das Sch der Schlafbereich immer nur zum Schlafen dienen soll und dass man sich körperlich betätigen soll, damit man ein gewisses Energielevel verbraucht und auch müde ist. Beim Schlafen gehen und ja, das sind alles Sachen, die kann ich versuchen, aber wie soll ich mich körperlich so betätigen, dass ich müde bin? Ich kann nicht den ganzen Tag Rad fahren. Also das ist Sitzrad. Und anderen Sport kann ich nicht machen. Ich kann nicht den ganzen Tag im anderen Rollstuhl sitzen, also den ganzen Tag unterwegs sein, dass ich müde bin, weil ich dann auch Panikattacken und so kriege, wenn ich zu lange aus dem Haus rausgehe und Kreuzschmerzen vom anderen Rollstuhl. Ich gehe um 8 Uhr spätestens ins Bett und kann dann aber noch nicht gleich schlafen. Also habe ich meinen Laptop immer am Bett stehen und ich brauche ein Handy am Bett, weil ich nachts meine Mutter anrufen muss, wenn ich Schmerzen habe oder aufs Klo muss oder sonst was. Also kann ich diese Ablenkungen auch nicht beiseite räumen, weil ich will mit 28 oder fast 29 nicht um 8 Uhr schon schlafen. Und um 8 Uhr spätestens gehen meine Eltern in ihr Schlafzimmer. Und bis um 9:30 oder so bleibe ich halt trotzdem auf. Und dann den Laptop wegzuräumen und nichts mehr zu machen und von 8 Uhr abends bis
bis 10 Uhr, bis ich einschlafe, oder bis 9 Uhr, je nachdem. Wach im Bett liegen hat ja auch keinen Sinn, da ärgert man sich so, dass man dann auch wieder nicht schlafen kann. Aber naja, ich werde einen Teil davon probieren. Aber ich kann nicht sagen, was ich davon umsetzen kann. Und immer um die gleiche Uhrzeit aufstehen, ist halt auch schwierig, weil meistens stehe ich morgen muss ich um 7:30 aufstehen. Dann sonst um 9 und wenn ich frei habe, stehe ich um 11 auf. Und jeden Tag um 9 aufstehen, bei der Grundmüdigkeit, die ich habe, schaffe ich einfach nicht. Da geht mir die Energie aus. Das ist nicht schwierig. Und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das umsetze. Und ob ich das umsetzen kann. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen und der rät mir halt, sobald wie möglich bei Rasperger einen Termin auszumachen. Beim Psychiater. Und die Schlafmedikation zu besprechen. Aber das habe ich jetzt mehrfach versucht. Ich erreiche ihn nicht oder meine Mutter erreicht ihn nicht. Und ich habe auch mehrfach mit ihm über meine Schlafmedikation geredet und mehr als das Xenor, das ich schon nehme, seit 13 Jahren, will er mir nicht geben. Aber mittlerweile wird's echt kritisch, weil ich nur noch müde bin. Aber das habe ich hier die letzten Tage erzählt. Es ist einfach so schwierig. Dann habe ich heute mit WordPress geschrieben, weil die mir was verrechnet haben, was ich nicht verstanden habe. Ich habe jetzt 2 Jahre die Website bei Wohnen.com, meine Homepage bei Wohnen.com gehabt und die sind mir zu teuer geworden, weil die hätten jetzt über 300 Euro fürs nächste Jahr verlangt. Und die habe ich gekündigt und jetzt hätte ich für WordPress was gezahlt. Aber das muss ich, also ich habe darauf schon eine Antwort zurückbekommen. Das muss ich extra kündigen. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Da habe ich wieder mal nicht mitgedacht. Und vielleicht kann man das noch. Stornieren. Und ich bekomme das Geld zurück. Weil es sind über 42 Euro. Aber naja. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Nächstes Monat möchte ich maximal 50 Euro ausgeben. Das wird schwierig, aber ich muss schauen, dass ich ein bisschen was zur Seite lege. Fürs neue iPhone. Und je nachdem, wie das mit dem Zurseitelegen vom Geld funktioniert, kann ich es mir halt im September oder im Oktober oder so kaufen. Aber mal schauen. Von den 200 Euro, die ich zur Seite legen wollte, ist nichts übrig geblieben. Weil jetzt andere Rechnungen dazu gekommen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe. Und die Momak hat meinen Artikel auch nicht veröffentlicht.
Also heißt es keine 50 € von der Momak. Komisch. Ich überlege noch, die Momak zu kontaktieren und nachzufragen, warum ich nicht veröffentlicht wurde. Es ist halt ziemlich kompliziert. Also wären es zumindest 50 € gewesen. Aber die, mit denen kann ich jetzt auch nicht reden. Mehr kann ich euch eigentlich nicht erzählen. Ob ihr morgen zu Kerstin fahren, ist noch fraglich. Weil ich mich ein bisschen krank fühle und zu Hause sitzen muss. Kerstin hat Gott sei Dank Verständnis, wenn ich hier kurzfristig absage. Und wenn es mir morgen nicht besser geht, dann werden wir schauen, ob die Hausärztin zu uns kommen kann. Aber ich fühle mich so richtig verkühlt. Außerdem schüttet es in Strömen. Und vom Parkplatz bis zur Ärztin sind wir pratschnass. Also komplett durchnässt. Und das ist auch nicht gut. Naja. Sonst geht's mir psychisch relativ okay. Zwar nicht berauschend, aber es geht. Und was morgen so passieren wird, weiß ich noch nicht. Claudia kommt am Nachmittag, wenn ich ihr nicht absage. Morgen würde sich dann auch herausstellen, ob ich ins Spital muss oder nicht, wenn die Entzündungswerte nicht gefallen sind. Aber naja, wird man morgen alles sehen. Na gut, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao. Eure Ines. Bis zum nächsten Mal.